Laura Müller feierte als Covergirl vom Playboy vor einigen Jahren große Erfolge und würde sich erneut für das Männermagazin ablichten lassen. Die Rechnung hat sie aber ohne Chef Florian Boitin gemacht. Laura Müller, will sie erneut in den Playboy? Kurz vor ihrer Let's Dance-Teilnahme zog Laura Müller, 23, im Jahr 2020 für den Playboy blank. Die sexy Fotos von Michael Wendlers, 51, Frau schlugen damals ein wie eine Bombe, die Ausgabe entwickelte sich zu einer der erfolgreichsten in der Geschichte des Männermagazins. Seit einiger Zeit lässt die 23-jährige Mutter eines kleinen Sohnes aber eher woanders die Hüllen fallen, nämlich auf der Erotikplattform OnlyFans. Doch würde sich die einstige Influencerin vielleicht noch einmal nackt für den Playboy ablichten lassen? Darüber sprach sie nun mit ihrem Mann in ihrem Podcast Die Wendlers. Playboy-Chef erteilt Michael Wendlers Frau erneut bittere eine Abfuhr. Tatsächlich scheint Laura Müller einem weiteren Playboy-Shooting gegenüber nicht abgeneigt zu sein. Doch dafür müsste in ihren Augen dann auch alles stimmen, vor allem auch das Finanzielle, denn laut der 23-Jährigen müsste ihre damalige Gage getoppt werden. Und auch Michael Wendler könnte sich offenbar vorstellen, seine 28 Jahre jüngere Frau noch einmal in dem Männermagazin zu sehen, am liebsten als eine sexy Braut in weißem Kleid. Ob es dazu allerdings wirklich kommen wird? Immerhin betonte Playboy-Chef Florian Boitin noch vor einiger Zeit gegenüber Bild, dass ein zweites Shooting nur unter einer Bedingung möglich wäre. Solange Laura mit Michael Wendler zusammen ist, wird es kein zweites Shooting geben. Und auch jetzt äußerte sich Boitin gegenüber der Zeitung mit ziemlich deutlichen Worten: Die Playboy-Ausgabe mit Laura Müller war für alle Beteiligten ein riesengroßer Erfolg, übrigens auch in finanzieller Hinsicht. Deshalb überrascht es mich nicht wirklich, dass sich Laura eine erneute Zusammenarbeit vorstellen kann. Und ja, Playboy bereitet starken Frauen und faszinierenden Persönlichkeiten immer gerne eine Bühne, so der Playboy-Chef, doch er betont, für abstruse Verschwörungsschwurbeleien eines Michael Wendlers ist hier allerdings auch künftig kein Platz. Bekanntermaßen sind Michael Wendler und Laura Müller, die erst im Juni 2023 Eltern des kleinen Rom Aston wurden, aber überglücklich miteinander.